Herzlich willkommen hier in der Firma Schönemann in Magdeburg. Mein Name ist Gerhard Schönemann. Ich bin der Geschäftsführer des Unternehmens. Unsere Leistungen sind die klassischen Bereiche der Heizung und Sanitärtechnik. Wir bauen also neue Anlagen, entsprechende Reparaturen, die damit verbunden sind. Wir betreuen ca. 5000 Heizungsanlagen, wovon vielleicht die Hälfte Wartungskunden sind und die anderen mehr oder weniger sporadisch bei Bedarf auftauchen. Unser Einsatzgebiet ist hauptsächlich der Bereich Magdeburg und Umgebung. Unser Aufgabenfeld hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Seit den 90er Jahren sind die regenerativen Energien dazugekommen, die also immer einen größeren Anteil an unserer Arbeit übernommen haben, so die Photovoltaikanlagen, Solaranlagen, Blockheizkraftwerke und alles, was damit zu tun hat, Wärmepumpen, BHKWs. Und das ist so ein bisschen unser Steckenpferd, was wir auch sehr gern machen. Wir sind ein klassisches Familienunternehmen, in dem die Tochter Anja, der Sohn Gerhard, der Schwiegersohn René Schimpke, der Bruder Frank und der Neffe Christian im Unternehmen tätig sind. Hier im Raum weiter sind der Meister Herr Kernführer, die Frau Koch und die Frau Jakowitz, die für den Ablauf auf der Baustelle sorgen. Und die anderen Mitarbeiter sind in der Außenstelle Langenweddingen. Da unser Aufgabengebiet immer weiter wächst und die Firma sich neu orientieren muss vom Platzbedarf, haben wir nach dem Elbehochwasser in 2013 den Entschluss gefasst, uns neu aufzustellen und einen zentralen Standort neu zu bauen. Das wird oder passiert gerade am August-Bebel-Damm hier in Magdeburg, circa in einer Entfernung von 2-3 Kilometern. Und ich würde vorschlagen, Sie schauen einfach mal auf der Baustelle vorbei und besuchen unseren Herrn Schimpke. Der ist auf der Baustelle vor Ort. Er ist der technische Leiter des Unternehmens und machen sich vielleicht selbst einen Eindruck. Wir befinden uns hier auf der Baustelle unseres neuen Firmensitzes am August-Bebel-Damm. Hier entsteht der neue Musterraum mit den Büros zu meiner Linken und auf der rechten Seite die Beratungsplätze für die Meister und die Zentrale für den Service dort in der Ecke. Hier in dem Musterbereich oder auch Showroom können sich die Kunden die ersten Eindrücke von ihren Bädern mitnehmen, Heizgeräte besichtigen oder erste Ideen aufgreifen. So, wir befinden uns hier im zukünftigen Lagerbereich mit Sozialtrakt. Hier vorn wird die Vorfertigung geschehen und in diesem Bereich die Kommissionierung. Im Installationsbereich arbeiten wir bereits seit über 15 Jahren mit der Firma IVT erfolgreich zusammen. Die gute Qualität und die Zuverlässigkeit der Produkte sowie die Planungsunterstützung und der Service haben uns überzeugt. Aus diesem Grund verbauen wir für unser eigenes Bauvorhaben die Installationssysteme der Firma IVT.
Selbstverständlich möchten wir in unserem Neubau auch die Vorzüge der modernen Technik nutzen. Hier wird ein Brennwertgerät der Firma Buderus verbaut in Verbindung mit einer Wärmepumpe, die hauptsächlich den Bereich Heizung und Kühlung abdecken soll. Zur Unterstützung kommt ein Blockheizkraftwerk dazu und eine Photovoltaikanlage, die zur Ergänzung des Strombedarfs dienen soll. Die gesamte Belegschaft der Firma Schülmann freut sich auf den neuen Standort und die verbesserten Rahmenbedingungen.